Wenn Menschen über das Online-Business reden, dann geht es ganz schnell um Zahlen, ums Geld und am besten gleich mindestens Millionen. Und dabei vergisst man, dass Online-Business so viel mehr ist, als nur gutes Geld zu verdienen. Ja, man kann online als Coach viel mehr verdienen als offline. Das ist einfach die größere Reichweite und durch die größere Reichweite kannst du dich viel spitzer positionieren und spitze Positionierung bedeutet immer mehr Umsatz. Also ja, natürlich kann man gutes Geld mit einem Online-Business verdienen. Aber geht es wirklich nur darum? Also ich kann mich erinnern, eine der größten Erkenntnisse war eine ganz eine andere, wie ich damals mein Online-Business angefangen habe. Ich habe dir ja erzählt, ich habe ein Lerncoaching-Institut gehabt, als ich das Ganze gestartet habe. Und dann habe ich eben meine Lerncoaching-Inhalte nach und nach online gestellt. Was vorher war, bevor ich Online-Business kannte, war folgende Situation. Ich habe ja dort, ich habe selber praktisch nichts gehabt. Also ich habe wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Und trotzdem war es so, dass ich oft noch Sachen hergeschenkt habe, weil es war einfach Lerncoaching, also so wie ich es betrieben habe, da sind ganz, ganz viele Kinder aus sozial schlechten Hintergrund, aus Migrantenhintergrund gekommen, wo ich ganz oft gesehen habe, das sind blitzgescheite Kinder und trotzdem, die werden wahrscheinlich nicht einmal einen Lehrabschluss schaffen, weil sie die Schule vorher schon abbrechen werden. Also das heißt, das hat mich oft so berührt zu sehen, dass diese Kinder einfach keine Chance hatten, weil sich niemand um sie gekümmert hat oder weil sich niemand um sie kümmern konnte, wegen Sprachmangels, also Sprachkenntnismangels oder sonstiges. Und was ich dann ganz oft gemacht habe, weil ich noch nichts Besseres gewusst habe, ich habe die Stunden, die ich ja eh schon sehr billig hergegeben habe, hergeschenkt. Also das heißt, meine persönliche Zeit hergegeben dafür, dass dieses Kind vielleicht die nächste Prüfung schafft. Und das, obwohl ich selber zwei Kinder zu Hause hatte, wo ich eine Babysitterin gezahlt habe dafür, dass die auf meine Kinder aufgepasst hat und ich ja eigentlich gerne selber mich um meine Kinder mehr gekümmert hätte, weniger gearbeitet hätte. Also das war wirklich eine Abwärtsspirale. Also wo es einfach darum gegangen ist, dass ich mich einfach für jedes Kind, das mir übergeben worden ist, auch so verantwortlich gefühlt habe. Ja, und ich wusste dann nicht, wie ich den nächsten Monat die Miete zahle, aber ich habe meine Zeit trotzdem hergeschenkt, weil ich hätte mir sonst nichts gewusst. Und dann kommen diese Online-Kurse und ich habe plötzlich welche und ich stelle fest, die kann ich verschenken, ohne dass ich mir selbst ins Fleisch schneide. Weil wenn ich einen Selbstlernkurs aufsetze, also ich meine, den Prozess muss man sowieso, die Arbeit ist ja zu machen, dass du den Kurs aufnimmst, dass du die Automatisierungen rundherum aufnimmst, ja. Aber dann, ob ich den dreimal oder 30-mal oder 300-mal oder gar 3000-mal hergebe, kostet mich nicht mehr Geld und vor allem auch nicht mehr Zeit. Also habe ich angefangen, diese Kurse zum Teil zu verschenken an die Kinder, die es dringend gebraucht haben und habe ihnen gesagt, schau dir das zu Hause an, ja. Und das hat mir überhaupt nicht wehgetan. Das hat mich total begeistert und das habe ich auch bis heute beibehalten, indem ich immer wieder Stipendienplätze oder vergünstigte Plätze bei mir hergebe, weil mich das so fasziniert hat, dass man das mit Online-Kursen machen kann. Ja, und die Geschichte von der Andrea Brumack, die morgen kommt, ist in gewisser Weise eine ähnliche. Die kommt aus dem Sozialbereich, ja, und sie hilft Kindern und Frauen, die traumatisiert wurden, ja, durch Gewalt, durch sexuelle Gewalt, also die Migrationshintergrund haben, die irgendwo übers Meer getrieben sind, vielleicht auch zugeschaut haben, wie Leute ertrunken sind, die oft ewig unterwegs waren. Also wirklich ein tolles Engagement. Ich kenne die Andrea jetzt schon eine ganze Zeit lang. Das ist eine super tolle Frau. Und die Andrea sagt, Online-Business ist im Sozialbereich eigentlich fast verpönt, aber sie hat es einfach als die Möglichkeit gesehen, möglichst vielen Menschen zu helfen. Also denk immer dran, ein Online-Business, da geht's, natürlich kannst du gutes Geld verdienen, keine Frage, aber da geht es immer auch darum, so viel mehr Menschen zu erreichen und das auch für kleines Geld. Ja? Weil stell dir vor, die Andrea würde das, was sie macht, machen, indem sie herumreist und Menschen hilft. Alleine die Reisekosten wären ein Vielfaches und sie könnte lange nicht so viele Leute erreichen. Also ein Online-Business ist nicht nur ein Mittel, um wirklich gutes Geld zu verdienen und Online-Kurse nicht nur ein Mittel, um passives Einkommen zu generieren, sondern mit deinen Online-Kursen kannst du auch ganz, ganz viel Gutes tun und das in viel größerem Ausmaß, als du das jemals tun könntest, wenn du nur in deinen Kreisen bist. Denn selbst wenn du in einer Hauptstadt bist, so wie ich in Wien, die einzige Millionenstadt in Österreich überhaupt, ja, mein Radius ist einfach viel größer in dem Moment, wo ich online gehe.
Also, das alles kann ein Online-Kurs für dich tun. Also, du kannst nicht nur gutes Geld verdienen, sondern du kannst wirklich diese Delle in die Erde schlagen, die du wahrscheinlich in die Erde schlagen willst, indem du ganz, ganz vielen Menschen mit deiner Methode hilfst. Das alles können Online-Kurse für dich tun. Ja, hier drunter findest du jede Menge Informationen, wie ich dich dabei unterstütze, dass du deinen ersten Online-Kurs erstellst. Und ich freue mich, wenn ich dich schon demnächst begleiten darf. Wir sehen uns.